Ja, willkommen zum Modul 5 der Psychopharmakologie im Sommersemester 2020. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar ganz einfache Fallbeispiele zeigen, die verdeutlichen, worauf Sie, wenn Sie Antidepressiva geben, zu achten haben. Also ich möchte Ihnen ein paar pharmakokinetische und pharmakodynamische Interaktionen vor allen Dingen zeigen. Pharmakokinetische Interaktionen haben wir schon kennengelernt im Modul 1. Da ging es um Pharmakokinetik und Interaktion zwischen Medikamenten. Jetzt sprechen wir mehr über Pharmakodynamik. Erstes Beispiel, erster Fallbericht. Ein älterer Mann, 70 Jahre, mit rezidivierender Depression, wird rezidivprophylaktisch mit Clomipramin behandelt, 75 Milligramm pro Tag. Clomipramin, wenn Sie sich erinnern, ist ein trizyklisches Antidepressivum. 75 Milligramm pro Tag ist an sich eine moderate Dosis. Mittlere Dosis wäre eher so bis 150, 75 bis 150 Milligramm. Also das hier ist eine moderate Dosis. Für einen 70-jährigen Patienten allerdings schon wahrscheinlich angemessen. Jetzt wird dieser Patient von Freunden zum Hochseesegeln eingeladen und da er weiß, dass er früher bei solchen Gelegenheiten seekrank geworden ist, geht er zu seinem Hausarzt und lässt sich ein Medikament verschreiben gegen Reisekrankheit, also gegen Übelkeit, die durch Bewegung entsteht. Er bekommt vom Hausarzt ein Pflaster verschrieben und der Hausarzt sagt ihm, das soll er alle 3 Tage hinters Ohr kleben. Und nach einer Woche entwickelt er dann zunehmende Gedächtnisstörungen und wird nächtlich verwirrt auf diesem Boot. Was ist geschehen? Ich gebe Ihnen 3 Sekunden Bedenkzeit, um darüber nachzudenken, was ist das für ein Pflaster möglicherweise gewesen oder sehr wahrscheinlich, was gibt es da, was gibt man als Pflaster, dass man sich hinters Ohr klebt bei Seekrankheit, das ist Scopolamin. Scopolamin ist eine stark anticholinerge Substanz. Und dazu habe ich Ihnen hier den entsprechenden Fallbericht rausgesucht. Mental confusion associated with scopolamine patch in elderly with mild cognitive impairment. Also, Sie haben eine Substanz, Clomipramin, die stark anticholinerg ist. Und bei einem 70-Jährigen ist an sich schon mal diese Substanz problematisch, weil bei einem 70-Jährigen schon, bei dem schon die cholinerge Kapazität reduziert ist, dessen cholinerge Neurotransmission schon massiv reduziert. Wenn Sie da jetzt obendrauf noch eine starke anticholinerge Substanz wie Scopolamin geben, dann wird der Patient delirant. Also, das ist ein anticholinerges Delir, was der Patient hier entwickelt. Und wenn er das Pflaster weiterklebt, dann wird er möglicherweise nicht nur nächtlich verwirrt, sondern entwickelt ein manifestes, schweres delirantes Syndrom. Ja, also Vorsicht, wenn Sie gerade älteren Patienten anticholinerge Substanzen geben und dann noch in Kombination. Und wenn ich mich recht erinnere, sagte ich auch schon, trizyklische Antidepressiva, größte Vorsicht bei Patienten über 65. Hier haben wir die anticholinerge Aktivität von Arzneimitteln und Sie sehen hier hohe anticholinerge Aktivität, Amitriptylin, Clomipramin, Desipramin, Doxepin und Trimipramin. Das sind alles trizyklische Antidepressiva. Dazu kommen dann noch einige trizyklische Antipsychotika wie Clozapin, Prometazin, Thioridazin, Trifluoperazin. Das sind alles trizyklische Antidepressiva. Also trizyklische Psychopharmaka haben alle mehr oder weniger ausgeprägte anticholinerge Eigenschaften. Dann finden Sie hier moderat, da müssen Sie auch schon aufpassen, bei älteren Menschen, Olanzapin zum Beispiel. Da kommen wir dann, wenn wir über Antipsychotika sprechen, nochmal zurück. Ich sagte aber auch schon, als wir die SSRI besprochen haben, dass Paroxetin der SSRI ist, mit dem Sie bei älteren Menschen vorsichtig sein müssen, weil Paroxetin eine
recht ja, deutliche anticholinerge Aktivität hat. Wenn Sie ein Trizyklikum geben wollen, dann nehmen Sie noch am ehesten Nortriptylin, weil das hier eben steht, in der Kategorie moderat steht. Also Nortriptylin hat unter den Trizyklika noch die geringste anticholinerge Aktivität. Und dann finden Sie hier die anderen SSRI-Citalopram, Escitalopram, Fluoxetin. Die haben eben nur eine schwache anticholinerge Aktivität, die klinisch eigentlich selten dann eine Rolle spielt. Die können Sie auch älteren Patienten geben, genauso wie Mirtazapin, also dieses NASA, oder unter den Antipsychotika Quetiapin. Was Sie dann eben bedenken müssen, ist, dass viele internistische Medikamente auch eine anticholinerge Aktivität haben. Auch Substanzen, die Sie oft geben, wie zum Beispiel Oxybutynin, ja? Einige Schmerzmittel. Hier haben wir das Scopolamin stehen. Und wenn wir dann natürlich Clomipramin mit Scopolamin gemeinsam geben, dann haben wir eine massive anticholinerge Medikation gegeben. Übrigens gibt es für diese Zwecke dann ja auch die Priskusliste. Die Priskusliste ist die Liste der für im Alter potenziell unangemessene Medikationen, und auf der Priskusliste stehen zum Beispiel solche Substanzen dann drauf. Also die sind potenziell unangemessen bei alten Menschen. Zweiter Fall. 50-jährige Patientin mit rezidivierender Depression wieder, wird rezidivprophylaktisch mit Escitalopram behandelt, also ein typischer SSRI. 20 Milligramm pro Tag, eine mittlere bis schon eine hohe Dosis. Patientin leidet seit ihrer Jugend auch an Migräne. Und jetzt kommt es zuletzt zu einer Häufung der Frequenz ihrer Migräneattacken im Rahmen eines Partnerschaftskonflikts. Und der Hausarzt, der verschreibt ihr jetzt zusätzlich zu dem Escitalopram Sumatriptan, also ein Triptan, das ja gerne Triptane sind Migräne-Medikamente, sehr potente Migräne-Medikamente. Und die Patientin wendet das in der Woche, in der darauffolgenden Woche dreimal an, weil sie dreimal Migräneattacken hat. Und nach einer Woche entwickelt sie zunehmende Erregung, Schwindel, Schlafstörungen, nächtliche Desorientierung. Was ist hier geschehen? Ja, dazu muss man wissen. Also erstmal haben wir hier ein serotoninerges Antidepressivum, einen selektiven Serotoninrückaufnahmehemmer. Und zusätzlich haben wir mit den Triptanen serotoninerge Substanzen. Triptane sind Serotonin-Agonisten am 5-HT1B, 1D und 1F-Rezeptor. Das heißt, sie haben hier eine agonistische, eine gemeinsame serotoninerge Aktivität von zwei verschiedenen Substanzen, und das, was Sie hier jetzt beschrieben finden, das ist ein Serotoninsyndrom. Die Patientin entwickelt also ein Serotoninsyndrom. Und das ist auch etwas, worauf dann in den Beipackzetteln entsprechend hingewiesen wird, dass solche Kombinationen kritisch zu betrachten sind. Ich möchte nicht sagen, dass das hier eine absolute Kontraindikation ist, aber wenn Sie so eine Kombination machen, müssen Sie dann mit einem Serotoninsyndrom rechnen und die Patienten auch darauf hinweisen. Also Vorsicht bei der Kombination von serotonergen Substanzen. Die sind hier dargestellt, also Serotonin stimulierende Arzneimittel, und da gibt es natürlich unter den Psychopharmaka ganz viele. Das ist ja das vermutete Wirkprinzip vieler Antidepressiva, angefangen beim Amitriptylin bis hin hier zum Venlafaxin, Vortioxetin. Und dann haben Sie eben hier die Triptane, ja, Rizatriptan, Sumatriptan, Zolmitriptan. Die stehen dann hier unter den Nicht-Psychopharmaka. Und übrigens auch einige Opiate haben serotoninerge Aktivität. Fentanyl, Pentazokin, Pitidin. Also, oder hier Tramadol. Wenn Sie also einen Patienten behandeln mit einem SSRI und dann ein Schmerzmittel dazugeben,
dann kann es zum Auftreten eines Serotoninsyndroms kommen. Ist auch immer wieder in der Vergangenheit berichtet worden. Da gibt es Fallberichte. Also nicht Kontraindikation, aber Kavo mit Vorsicht zu betrachten. Und dann gibt es natürlich hier Substanzen, die serotonerg wirken. Im letzten Modul habe ich Ihnen berichtet über Psychedelika. LSD ist ja auch ein Psychedelikum, wirkt am 5-HT2A-Rezeptor. MDMA hat einen anderen Wirkmechanismus, ist aber auch eine serotonerge Substanz. Das heißt, wenn Sie therapeutisch einen Patienten mit zum Beispiel Psilocybin oder auch LSD behandeln wollen, im Rahmen von klinischen Studien, also legal, dann wird eigentlich international darauf geachtet, dass die antidepressive Medikation vorher abgesetzt ist. Also die Behörden möchten das auch, dass man das Antidepressivum vorher ausschleicht und dass der Patient mindestens 2 Wochen vorher antidepressiva frei ist, bevor man ihm ein Psychedelikum gibt. Beim Fluoxetin hier ist es sogar 5 Wochen. Fluoxetin hat einen sehr langwirksamen Metaboliten. Da muss man dann sogar 5 Wochen warten, bevor man eine solche Substanz gibt. Sonst droht Ungemach. Und dann gibt es natürlich andere pharmakodynamische Wechselwirkungen. Über anticholinerge Effekte haben wir schon gesprochen, die dann eben hier zum Beispiel zum Delir führen können. Im Zweifelsfall, ja, kognitive Störungen sowieso. Ja, gerade bei älteren Menschen kognitive Störungen. Und wenn Sie einen Patienten haben, der schon eine milde kognitive Störung oder sogar eine Demenz hat, also stellen Sie sich vor, Sie haben einen Patienten mit einer Alzheimer-Demenz, dem geben Sie nicht noch ein anticholinerges Medikament obendrauf, also zum Beispiel Amitriptylin oder Clomipramin, dann wird der Patient erst richtig delirant. Und dann machen Sie natürlich auch peripher alle möglichen Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit, Ileus, Harnverhalt etc. Antidopaminerge Effekte summieren sich, wenn Sie verschiedene Antipsychotika, D2-Antagonisten miteinander kombinieren. Da kommen wir dann nochmal drauf bei der Diskussion der Antipsychotika. Und über die serotonerge Stimulation haben wir jetzt schon gesprochen. Das, was hier beschrieben ist, das Serotonin-Syndrom, ist sehr vielgestaltig, letztendlich ein zerebrales Hyperexzitationssyndrom. Und das kann auch lebensbedrohlich sein, ja, mit Erregungszuständen und Krampfanfällen. Es gibt andere pharmakodynamische Wechselwirkungen von Psychopharmaka untereinander oder auch mit internistischen Medikamenten. Sedierung kann sich natürlich untereinander verstärken, wenn Sie mehrere sedierende Substanzen miteinander kombinieren. Gerade bei älteren Menschen, die werden dann auch kognitiv gestört, die stürzen. Also Sie kombinieren zum Beispiel ein sedierendes Antidepressivum mit einem Benzodiazepin. Dann müssen Sie auch mit verminderter Fahrtauglichkeit rechnen. Wenn Sie bestimmte Medikamente, die jeweils für sich schon eine Agranulozytose machen, miteinander kombinieren, stellt das oft eine Kontraindikation dar. Beispiel Clozapin und Carbamazepin, beide für sich haben ein Agranulozytose-Risiko. Wenn Sie die miteinander kombinieren, gilt das als Kontraindikation, weil damit möglicherweise das Risiko sogar noch verstärkt wird. Ja, Leberfunktionsstörungen können Sie auch durch Kombination von lebertoxischen Substanzen verstärken. Und Niereninsuffizienz, an der Niere gibt es vielerlei Interaktionen und das möchte ich Ihnen jetzt auch zeigen. Dazu zeige ich Ihnen auch noch 2 klinisch sehr relevante Fallbeispiele. Eine 62-jährige Patientin, die seit mehr als 10 Jahren wegen einer bipolaren Störung, also einer manisch-depressiven Erkrankung mit Lithium behandelt ist. Das ist eine typische Dosis hier. Das sind 1,5 bis 2 Tabletten eines Standardpräparates. Darunter ist der Plasmaspiegel 0,6 bis 0,8 Millival pro Liter. Und wenn Sie etwas davon verstehen,
dann ist das also ein therapeutischer Bereich, zumindest in der Rezidivprophylaxe gilt das als ein therapeutischer Referenzbereich für Lithium. Jetzt bekommt die Patientin von ihrem Hausarzt wegen Gelenkschmerzen Celecoxib dazu verschrieben, nimmt für 10 Tage 200 Milligramm pro Tag ein und entwickelt jetzt Dysarthrie, Ataxie, Tremor. Was ist hier geschehen? Vorsicht hier, lebensbedrohliche Interaktion an der Niere. Dieses Paper hier beschreibt es: Lithium interagiert mit Cyclooxygenase 2-Inhibitoren und anderen nicht-steroidalen Antiphlogistika an der Niere. Und das führt zu einer verminderten Lithiumausscheidung. Das heißt, was hier passiert ist, ist eine Lithiumintoxikation. Diese Patientin hat unter der Zugabe dieses Cyclooxygenase-Hemmers eine Lithiumintoxikation bekommen. Und 10 Tage reichen da durchaus aus. Und es gibt viele Fälle in der klinischen Praxis, wo dann nicht daran gedacht wird, dass es sich hier um eine Lithiumintoxikation gehandelt wird. Da haben wir schon irre hohe Lithiumspiegel gesehen und dann kommt es auch zu Todesfällen. Also Vorsicht bei Kombination von Lithium mit nicht-steroidalen Antiphlogistika. Die Nierendurchblutung wird reduziert durch die Hemmung der Prostaglandinsynthese und damit steigt mit der Hemmung der Nierendurchblutung steigt der Lithiumspiegel. Ausnahme interessanterweise ist ASS, Acetylsalicylsäure. Zweiter Fall, 60-jähriger Patient, seit 30 Jahren, solche Patienten gibt es wirklich, seit 30 Jahren mit Lithium behandelt, ebenfalls wegen einer bipolaren Störung. Etwas höhere Dosierungen als bei der Patientin eben. 2 bis 3 Tabletten eines Standardpräparates. Plasmaspiegel darunter an der oberen Grenze des therapeutischen Referenzbereiches. Jetzt entwickelt der Patient eine arterielle Hypertonie, bekommt von seinem Internisten Lisinopril verschrieben, 10 Milligramm pro Tag. Nach 3 Wochen entwickelt dieser Patient eine zunehmende Verlangsamung, wird verwirrt, kognitiv gestört, nächtliche Unruhezustände. Was ist hier passiert? Gleiches Bild, Lithiumintoxikation. Also wenn Sie Lithium geben und Lithium wird ja rein renal ausgeschieden, müssen Sie immer daran denken, wenn Sie da was dazugeben, informieren Sie sich vorher, ob das unproblematisch ist. Viele dieser Substanzen verändern die Nierendurchblutung und damit auch die Ausscheidung, nicht nur die Nierendurchblutung, sondern auch die Ionenpumpen an der Niere. Die Aktivität dieser Ionenpumpen und verändern dadurch die Ausscheidung von Lithium. Und auch das ist in der Literatur beschrieben. Lithium and antihypertensive medication, a potentially dangerous interaction. Also, wenn Sie Antihypertensiva mit Lithium geben, ist das potenziell gefährlich. Und das gilt für ACE-Inhibitoren, das gilt für Sartane, also Angiotensin-2-Rezeptor-Antagonisten, das gilt für Thiazid-Diuretika, Spironolacton. Und weniger problematisch offenbar, auch in der eigenen Praxis immer wieder mit ganz gutem Erfolg gegeben, auch wenn man da den Lithiumspiegel im Auge behalten muss, Schleifendiuretika, also zum Beispiel Furosemid. Das können Sie dann oft noch geben. Ja, das so als kleinen Ausblick in so ein paar interessante klinisch relevante Fälle. Wenn Sie Medikamente miteinander kombinieren, denken Sie darüber nach, ob es zu pharmakokinetischen oder pharmakodynamischen Interaktionen kommen kann. Und deshalb, wenn Sie mit Substanzen hantieren, beschränken Sie sich auf Substanzen, die Sie gut kennen. Das reduziert das Risiko für Sie selbst und Ihren Patienten. Damit schließen wir hier und im nächsten Modul besprechen wir dann Tranquilizer und Hypnotika, Benzodiazepine und Z-Substanzen. Bis dahin.